Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesungen an der Uni Kassel. Wir haben den ersten Block der Ringvorlesungen abgeschlossen. Der erste Block war vor allen Dingen nochmal allgemein über eine Information über die Funktionsweise des Finanzsystems. Und wir hatten einmal Heiner Flassbeck hier, der vor allen Dingen ökonomisch argumentiert hat und hat gesagt, die EU, so wie sie strukturiert ist, der Währungsraum kann nicht funktionieren, wenn es Länder mit sehr unterschiedlichen Bilanzen gibt, insbesondere Deutschland mit sehr starken Bilanzüberschüssen, die dann wieder anderen Ländern mit starken Defiziten gegenüberstehen. Er hat am Ende die starke These gemacht und gesagt, damit das funktionieren kann, muss Deutschland ab jetzt die nächsten 10 Jahre extrem über seine Verhältnisse leben. Dann kam Herr Scherrer, der stärker politisches Argument gemacht hat und nochmal die Geschichte der Finanzialisierung aufgezeigt hat, Deregulierungen im Finanzsystem, Liberalisierungen und nochmal auf die politisch-ökonomischen Aspekte der Schaffung des Währungsraums eingegangen ist. Und dann am Ende nochmal die Hürden für Finanzregulationen aufgezeigt. Helge Peukert ist dann wieder stärker ökonomisch auf die Frage, was ist überhaupt Geld eingegangen und hat das dann verknüpft mit der Frage der Finanzialisierung. Andreas Mülke hat dann ein sehr starkes politisches Argument gebracht und hat gesagt, basierend auf einer Theorie von kapitalistischen Zyklen, ob wir jetzt gerade am historischen Wendepunkt stehen, also wird der entsteht sowas wie ein Staatskapitalismus als Alternative zum demokratischen Kapitalismus, hat insbesondere China genommen als etwas, was vielleicht als Vorbild gelten könnte für den demokratischen, also oder als Anziehungspunkt, nicht unbedingt als Vorbild, aber eine Anziehungskraft haben könnte, weil seiner Meinung nach der demokratische Kapitalismus, wie er derzeit strukturiert ist, nicht funktionieren würde. Letzte Woche hatten wir dann Brigitte Jahn hier, die vor allen Dingen nochmal grundlegend auf die, was ist eigentlich das Finanzsystem, welche Akteure sind im Finanzsystem aktiv, welche Interessen haben diese Akteure und nochmal stärker auch auf Hedgefonds und das Schattenbanksystem eingegangen ist und die verschiedenen Versuche oder auch Schwierigkeiten der Regulierung der Hedgefonds. Diese Sitzung heute ist gewollt ganz anders strukturiert. Wir wollen, dass Sie die konträren Positionen, die es zum Thema Eurokrise, Finanzkrise gibt, direkt vor Ort mitbekommen können. Und zwar an sehr, zwei sehr äußeren Positionen, die es dazu gibt. Einmal haben wir Attac, und ich habe festgestellt, dass Attac und die EZB ja im selben Jahr gegründet wurden, 1998, aus verschiedenen Gründen natürlich. Was die erste Gemeinsamkeit, die zweite Gemeinsamkeit ist, dass das Finanzsystem und Funktionsweise des Finanzsystems beide als zentrale Aufgabe für sich sehen. Attac ist natürlich aus einem anderen Grund gegründet worden. Das war damals die globalisierungskritische Bewegung, es wurde gesagt, mit der Forderung, wir wollen eine Transaktionssteuer und wir brauchen etwas, um der deregulierten liberalen Globalisierung etwas entgegenzusetzen. Und dann aus der Einforderung der globalen Transaktionssteuer wurden dann viele weitere Forderungen zur Stabilisierung und Re-Regulierung, also Wiederregulierung des Finanzsystems. Die Europäische Zentralbank muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Es geht um den Währungsraum, die Stabilität des Währungsraums. Es ist inzwischen so, dass die Frage, ob der Leitzins erhöht wird oder nicht, in den Medien diskutiert wird. Das war vor 10 Jahren noch nicht in der Form der Fall. Und die Europäische Zentralbank, und Herr Döcker als Vertreter der Europäischen Zentralbank, ist hier, weil sie auch eine wichtige Rolle als Teil der Troika gespielt hat. Der Troika, die bestehend aus der Europäischen Zentralbank, der EU-Kommission und dem Internationalen Währungsfonds, dann in der Euro-Krise, insbesondere in der Krise um Griechenland, nach Griechenland gegangen ist und bestimmte Reformvorschläge vorgetragen hat, die natürlich auch mit entsprechenden Mechanismen
Zwangsmechanismen oder wie auch immer man das nennt, hinterlegt waren, sodass natürlich auch Griechenland sich mit denen nicht einfach sagen konnte, ja, die Reformen sind ganz interessant, aber wir lehnen es ab, sondern es gab natürlich auch einen gewissen Druck, sich mit diesen Reformen zu arrangieren. Lisa mittendrin studierte, also kommt aus Wien, wie man unschwer gleich hören wird, hat ein Studium der Soziologie und Sozioökonomie hinter sich. Ihre Diplomarbeit hat sie geschrieben zu dem Thema solidarische Ökonomie in der griechischen Krise. Hat dann eine ganze Weile gearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialpolitik der Wirtschaftsuniversität Wien. Parallel hat sie gearbeitet als Trainerin für politische Bildung und Koordinatorin der Erwachsenenbildung. Seit 2009 bei ATTAC, zeitweise im Vorstand auch, jetzt als feste Mitarbeiterin bei ATTAC. Der Schwerpunkt ist die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Thema Eurokrise, Finanzkrise, Austeritätspolitik der Troika und allgemeiner die EU-Wirtschaftspolitik und Verteilungsfragen. Spezialgebiet von Frau Mittendrein ist auch Griechenland und die Politik der Troika in Griechenland, weswegen wir sehr froh sind, Sie hier zu haben. Und außerdem sind Sie noch im Redaktionsblog einer Online-Zeitschrift, die ganz interessant ist, eben gerade mal aufgeguckt, mosaikblog.at. Herr Glettler studierte Philosophie, Politik und Volkswirtschaft an der Universität Oxford, hat seinen Masterabschluss am Europakolleg in Brügge, also Belgien, gemacht und ist seit 2013 auch dort Gastprofessor. Bei der EZB begann er zunächst 1999 als Senior Economist und dann später 5 Jahre als Büroleiter und Berater des EZB-Vizepräsidenten, der Ihnen vielleicht bekannt vorkommt, Lukas Papademos, der nämlich später der griechische Ministerpräsident war. Und dort im Beraterstab des EZB-Direktoriums. Seit 2013 Abteilungsleiter im Generalsekretariat der Europäischen Zentralbank und stellvertretender Sekretär des EZB-Rats unter dieser Funktion im Entscheidungszentrum der EZB tätig. Also zwei sehr spannende Personen. Vielleicht noch dazu, Sie haben 4 Jahre als stellvertretender Abteilungsleiter der EU-Institutionenabteilung in der Generaldirektion internationale und europäische Beziehungen gearbeitet und waren dann zuständig für die Kontakte nach Brüssel. Außerdem, und deswegen sind wir auch froh, dass Sie hier sind, haben Sie sehr aktiv an den Diskussionen teilgenommen und insbesondere waren sehr aktiv im Krisenmanagement der Eurozone beteiligt. Wir haben zuvor 3 Fragen an die beiden Referenten geschickt. Unter dem Zwang, dass diese Fragen unbedingt beantwortet werden müssen, aber gewissermaßen als Leitfragen, weil wir eine ähnliche Ausgangsposition schaffen wollten. Aber wir haben Ihnen offen gelassen, wie eng Sie sich jetzt direkt an den Fragen halten. Und ich habe auch schon eine Rückmeldung dabei bekommen, die Fragen sind nicht ganz passend jeweils. Und das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Diese 3 Fragen waren erstens, wie wurde bzw. wird das Aktivwerden der Troika bzw. jetzt ja der Institutionen gerechtfertigt und welche Legitimation haben diese neuen Institutionen? Inzwischen wird ja auch seit Juni 2015 von der Quadriga gesprochen, weil der europäische Stabilitätsmechanismus dazugekommen ist. Welche Rolle spielt die EZB oder spielte die EZB in der Troika und welche Rolle spielt sie auch jetzt? Und hat sich diese Rolle eigentlich im Laufe der Zeit verändert? Das ist für uns natürlich sehr spannend. Viel haben wir gelesen, aber jetzt das direkt nochmals zu hören. Als 3. Frage hatten wir gestellt, war die Intervention der Troika ein Erfolg? Welche sozialen, politischen, ökonomischen Konsequenzen hatten die Rettungspakete? Die Diskussion ist so strukturiert, dass beide Referenten erst einmal 15 bis 20 Minuten einen Input haben und anschließend nochmal 5 bis 10 Minuten die Möglichkeit haben, aufeinander zu reagieren. Dann würden wir die Diskussion öffnen und hoffen auf eine rege Beteiligung. Und ich möchte schon mal androhen, dass wir dieses Mal nicht
wieder keine Frau zu Wort meldet, dass wir das nächste Mal keine Wortmeldung von Männern zulassen werden, bis sich Frauen beteiligen. Ich habe schon von mehreren Referenten hier waren, gehört, dass sie schockiert waren, ob der geringen Beteiligung von Frauen. Und das haben das auch erst so nicht wahrgenommen. Aber ich möchte es deswegen dezidiert nochmal sagen. Aber erstmal für heute ist es nur ein Vorwand. Jetzt würde ich sehr gerne Herrn Klöckler bitten, anzufangen mit seinem Vortrag. Herzlichen Dank für die Einführung. Es ist wunderbar, dass ich hier sein darf. Ich glaube, es ist interessant, dass wir in so eine Diskussion einsteigen können. Und es zeigt auch, dass die EZB nicht zuletzt in den letzten Jahren so sehr Projektionsfläche geworden ist für allerlei Sorgen, Kritik, Probleme. Ich habe gerade erzählt, ich habe im Frühjahr diesen Jahres gesprochen auf einer Veranstaltung mit Blockupy. Das war eine Woche, bevor die große Aktion stattfand rings um die EZB. Das heißt, und da wird einem natürlich schon klar, dass vieles von dem, was in Europa abgeht, viele Leute sehr, sehr bewegt und dass die EZB und ihre Rolle, die wahrscheinlich immer wieder erläutert werden muss, die argumentiert werden muss, nicht immer 100% verstanden ist. Und deswegen, wollen wir versuchen zu erläutern, versuchen ins Gespräch zu kommen, und deswegen bin ich heute hier. Ich habe mich ein bisschen kundig gemacht, Frau Wittendrein so sagt. Ich hoffe, dass wir eine schöne Diskussion haben. Und wahrscheinlich werden wir uns auf der einen oder anderen Seite einigen können, dass wir uns nicht einigen können. Aber diese Diskussion muss stattfinden, und ich finde es gut, dass das hier passiert. Das Erste, was ich sagen, es wird viel geschrieben und wurde viel geschrieben über die Krise von allerlei Leuten, inklusive Nobelpreisträgern, Professoren, sie sprachen davon. Und vieles von dem, was dort gesagt wird, meiner Meinung nach, ist nicht immer bis zum Ende durchdacht oder deckt nicht immer alle Aspekte ab. Und deswegen versuche ich heute ein bisschen zu erläutern, vielleicht die Krise in ihrer Komplexität ein bisschen darzustellen. Die Krise ist komplex, und genau genommen ist in der Krise ist für jeden was dabei. Die einen sagen halt, das war eine Schuldenkrise, das ist, weil die Griechen über ihre Verhältnisse gelebt haben. Das ist ein Aspekt. Aber es war auch in anderen Ländern eine Krise der privaten Verschuldung, wenn wir nach Spanien schauen, nach Italien schauen. Es war, beziehungsweise in Irland, wenn wir schauen, es war auch eine Bankenkrise. Ich habe auf Diskussionen gehört, nein, das ist erst eine Bankenkrise geworden. Das ist zum Teil richtig, aber woanders waren einfach, wie im Falle Irland, die Banken außer Kontrolle geraten. Es ist auch eine Wachstumskrise und eine Wettbewerbsfähigkeitskrise, dass Länder über ihre Verhältnisse gelebt haben und letztendlich sich aus dem Wettbewerb herausgepreist haben. Aber das Allerwichtigste ist, es ist eine politische Krise gewesen, und zwar eine Krise der nationalen politischen Systeme, und da komme ich noch dazu, wie die notwendigen Anpassungen, die stattfinden muss, verteilt werden soll, wie sie politisch gemanagt wird, aber natürlich auch eine europäische politische Krise im Sinne, dass Europa völlig unvorbereitet war, keine Mechanismen hatte, keine Institutionen hatte, um mit dieser Krise umzugehen. Also vielleicht das Allerwichtigste ist, die Krise ist eine Vertrauenskrise. Zum einen eine Vertrauenskrise in das Projekt Wirtschafts- und Währungsunion, eine Vertrauenskrise in die Fähigkeit unserer politischen Eliten, national und europäisch, diese Krise zu lösen. Und letztendlich auch eine Krise, eine Vertrauenskrise in ein Kernelement des Finanzsystems, nämlich die Staatsanleihe als risikofreies Asset, wo wir jetzt herausgefunden haben, dass es in der Tat nicht ganz ohne Risiko ist. All das zu reparieren und die verschiedenen Aspekte anzugehen, das wird nicht schnell gehen, das ist ein langwieriger Prozess. Und deswegen, und jetzt kommt der nächste Schritt, nächstes Slide, deswegen würde ich einfach nur, wir sind hier in der Universität, sozusagen an ihre eigenen intellektuellen Kapazitäten und Fähigkeiten appellieren, sagen immer zu durchdenken, was ist eine partielle Analyse, was ist eine ganzheitliche Analyse. Wie weit ist es bis zum Ende durchdacht? Selbst wenn ich diesen Schritt hinnehme, ist es wirklich bis zum Ende durchdacht? Nehmen Sie zum Beispiel, was Herr Varoufakis sagt, ich bin Finanzminister eines bankrotten Landes. Das kann man so hinstellen, das macht bestimmt guten Eindruck in einer Talkshow, aber es übersieht beispielsweise, dass einem hohen Schuldenberg in Griechenland sehr wohl Staatsvermögen gegenübersteht.
Das muss man als Teil einer Gesamtanalyse auch mit in die Waagschale werfen. Es übersieht auch, was für Implikationen das hat. Wenn man sich hinstellt und sagt, mein Land ist bankrott, was hat das für Auswirkungen für die privaten Sparer, die sagen, hey, was soll ich eine Staatsanleihe von meinem eigenen Land kaufen, wenn mein eigener Finanzminister sagt, ich bin bankrott? Was sagt das für das Vertrauen in das eigene Finanzsystem, in die Zukunft der eigenen Volkswirtschaft? Das sind so ein paar Themen, die muss man bis zum Ende durchdenken. Und ebenso ist es mit den Lösungen, die dann vorgeschlagen werden. Sehen wir, can't pay, won't pay. Kann man sagen, okay, das ist eine Lösung, aber auch die würde ich denken, sollte man vielleicht bis zum Ende durchdenken. Wenn der Staat sagt, ich kann nicht mehr zahlen, was heißt das dann? Was heißt das für Löhne? Was heißt das für Renten? Was heißt das für das Vertrauen? Was heißt das für das Bankensystem? Ich glaube, das haben wir gesehen zu Beginn dieses Jahres, als in den Gazetten europaweit alle dem Monatsende entgegenfieberten, um zu schauen, ob die griechische Regierung nun wirklich ihre Verbindlichkeiten bedienen kann. Das heißt, es sind ein paar Sachen, die soll man bis zum Ende durchdenken. Selbige Sachen sind die, sagen, okay, nochmal ein Schuldenerlass. Attack, ja, okay, können wir darüber sprechen. Aber wollen wir das auch bitte bis zum Ende durchdenken? Was heißt es, wenn ich sage, okay, jetzt machen wir mal Tabula Rasa. Irgendjemand bleibt dann auf Verbindlichkeiten sitzen. Was heißt das für Sparer? Was heißt das für das Bankensystem? Was heißt das für die reale Wirtschaft? Und selbst wenn wir sagen, okay, das nehmen wir alles mit hin. Ist das denn die Lösung, wenn wir ein Tabula Rasa der Schuldenschnitt machen, macht es mittelfristig oder kurzfristig oder langfristig, wie auch immer, für eine nachhaltige Steuereintreibung in Griechenland? Hilft es in Italien beispielsweise, dass die Gerichtsverfahren beschleunigt werden? Hilft es, dass in Portugal endlich die Schulausbildung besser wird von der Qualität her? Das sind strukturelle Fragen, die müssen angegangen werden. Und eine ein für alle Mal Lösung, die sagen, machen wir den Schuldenschnitt, das ist dann doch ein bisschen zu kurz gegriffen. Und deswegen, wie gesagt, mein Appell an Sie und an uns alle, bei solchen möglicherweise Slogans, das vielleicht bis zum Ende zu durchdenken. Ich will drei Themen kurz ansprechen. Zum einen, warum haben wir dieses Programm? Das ist sicher eine Frage, die schwarzen Männer von der Troika, die kommen und das Land kaputt machen. Eins der Themen, sagen, okay, vielleicht gibt es einen Grund, warum wir das machen. Warum die Programme? Was wären die Alternativen gewesen? Das ist ja ganz wichtig. Die Frau Merkel sagt immer, es gibt keine Alternativen. Es gibt immer Alternativen. Die Frage ist, mögen wir diese Alternativen? Und was ist das Preisschild an diesen Alternativen? Und dazu möchte ich gerne was sagen. Dann ein Thema, was sicherlich Teil der Kontroverse ist, wie gesagt, die auch projiziert wird auf die EZB, ist das fair? Wer leidet unter diesem Programm? Wer leidet unter dieser Anpassung? Und wer entscheidet, wer leidet? Das sind Themen und letztlich vielleicht als Ausblick ein bisschen was zum Erfolg. Das wäre Ihre dritte Frage, die Sie angedacht haben. Wie gesagt, ich möchte ein bisschen schauen, dass wir den Kontext nehmen, ein bisschen ein bigger picture. Und darum schauen wir mal auf die Ausgangslage, warum das Programm, richtig, da haben wir schon da, das nächste. Die Ausgangslage in Griechenland. Wir haben demokratisch gewählte Regierungen über Jahre, die beschlossen haben, völlig legitimiert von ihrem eigenen Wahlvolk, mehr auszugeben für Sozial, für Militär etc., als sie einnehmen. Das ist auch völlig okay, wenn man jemanden findet, der die Differenz bezahlt zwischen Einnahmen und Ausgaben. Das hat lange Jahre gut funktioniert, nämlich dass am privaten, an den Kapitalmärkten, die man sagt, okay, ich leihe euch Geld und damit diese Differenz zu organisieren. Was aber, wenn eines Tages Investoren, und das sind nicht anonyme Finanzmärkte, das sind auch Kleinanleger, das ist die Oma Krause von der Ecke, die ihre Ersparnisse angelegt hat in der Staatsanleihe, weil sie gesagt hat, ja, das ist was Sicheres, mein Land wird es auch noch in 50 Jahren noch geben, wenn ich das vererben will und so weiter und so fort. Und als das gesamte Ausmaß der Verschuldung sichtbar wurde, dann gab es auf einmal ein Problem. Das sehen wir, nächstes Bild. Zum einen, dass alle sagten, ich brauche eine sehr viel höhere Risikoabsicherung, wenn ich eine Staatsanleihe kaufe. Und das sehen wir hier in den Risikoaufschlägen auf die Staatsschulden, die massiv in die Höhe gegangen sind. Das heißt,
Wenn das Land Griechenland Schulden begeben will, dann muss es sehr, sehr viel mehr dafür bezahlen, bis hin zu astronomischen Zinsen, die die ganze Sache dann letztendlich unmöglich machen. Oder aber, zweites, was es auch heißt, nächste, ist, dass einfach keiner mehr kauft. Das ist, was passiert. Das ist einfach, dass das normale Schuldenmanagement, sprich, dass sozusagen die griechische Regierung oder jede andere Regierung sagt, okay, ich muss am nächsten Donnerstag eine Anleihe von 2,5 Milliarden bedienen, dann begebe ich am nächsten Montag eine neue über 2,5 Milliarden und mache ein sogenanntes Rollover. Was ist, wenn mir keiner mehr diesen Rollover abkauft und auf einmal nichts mehr da ist? Und das Dritte, nächstes, der Vertrauensverlust, den haben wir natürlich auch gesehen bei den eigenen Sparern. Die sagen, hey, wenn es derartiges Risiko gibt, dass mein Land nicht in der Lage ist, zurückzuzahlen, was kommt da auf mich zu? In dem Moment unglaublich viel Geld abgezogen hat aus den eigenen Spareinlagen bei den Banken. Was tun in diesem Fall? Und wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die allererste Möglichkeit ist zu sagen, okay, wir gehen damit um und sagen, okay, dann muss von einem Tag auf dem anderen müssen Einnahmen die Ausgaben decken. Von einem Tag auf den anderen. Und das haben wir gesehen, wie nah man da kommt, haben wir gesehen in den ersten paar Monaten der griechischen Regierung diesen Jahres. Wenn es eben nicht klar ist, ob die Regierung am Monatsende Löhne und Gehälter und Renten zahlen kann, ob sie die Rechnungen für die Krankenhäuser bezahlen kann. Und das heißt, im Falle Griechenland im Jahre 2010, dass 25 Milliarden, die mehr an Ausgaben waren im Gegensatz zu Einnahmen, von irgendwo herkommen müssen, beziehungsweise gestrichen werden müssen oder anders aufgebracht werden müssen. Und das von einem Tag auf den anderen. Das wäre eine Möglichkeit, das wäre die schwäbische Hausfrau von heute auf morgen. Dass sozusagen für jeden Euro, der rausgeht, ein Euro eingenommen werden muss. Oder aber, man kann sagen, wir sagen, okay, can't pay, won't pay, tut mir furchtbar leid, das wäre das argentinische Szenario. Sagen, okay, das war's jetzt, wir können nicht mehr zahlen, tut uns leid. Das hat natürlich massive Auswirkungen für alle die, die abhängen von staatlichen Transfers, von Löhnen, Gehältern, Renten. Damit natürlich mit massiven Auswirkungen, ein massiver Schock für die Volkswirtschaft, der nachher die Volkswirtschaft weiter tiefer in die Rezession treibt und damit auch das Steueraufkommen wiederum verringert. Und damit sind wir in einer Abwärtsspirale. Oder aber man sagt, okay, das ist die dritte Version, wer soll da immer anders zahlen? Transfers beispielsweise. Und wir sagen, okay, da hätten vielleicht die Europäer eingeschoben, aber dann ist die Frage, und da komme ich noch dazu, in Europa habe ich noch keinen gesehen, der demokratisch legitimiert wäre, einen massiven Transfer von 25 Milliarden, sagen wir, in diesem Jahr, 2010, zu organisieren. 25 Milliarden ist der Haushalt des Landes Hessen in einem Jahr. Man sagt, okay, das wollen wir jetzt den Griechen übergeben, als Zeichen unserer Solidarität. Dafür müsste man wahrscheinlich erstmal die Wähler befragen. Und dann ist die Frage, was die Wähler dazu sagen. Wenn also diese drei Optionen alle nicht stattfinden können, dann stellt sich die Frage, was gibt es noch? Und in der Tat, da gibt es einen geordneten Prozess, der seit Jahrzehnten praktiziert wird. Und das ist, dass der Internationale Währungsfonds aushilft mit einem Kredit, damit in einem geordneten Prozess wieder sozusagen die Ungleichgewichte zwischen Ausgaben und Einnahmen wieder ins Lot gebracht werden können. Das kann Jahre dauern. Dafür wird sozusagen das Land vom Markt genommen, finanziert sich ausschließlich über diese Kredite, aber diese Kredite werden vergeben mit Konditionen. Und dieses Modell haben wir in Europa übernommen. Das war sozusagen die Only Game in Town, die Anpassungsprogramme vom Typ IWF, sprich es gibt Kredite, die werden alle 3 Monate überprüft, über sogenannte Review Missions und das sind, die Auflagen werden festgelegt in einem sogenannten Memorandum of Understanding. Das ist ein Übereinkommen zwischen der nationalen Regierung und den geldgebenden Institutionen, ehemals der IWF und jetzt die IWF gemeinsam mit der Europäischen Union. Warum diese Auflagen?
Es ist natürlich schöner zu sagen, okay, kriege ich dann Geld ohne Auflagen, ist ja super, und dann schaue ich mal, wie ich das gebacken kriege. Die Sache ist natürlich die, dass Kredite sollten Hilfe zur Selbsthilfe sein. Sprich, das Land in die Lage versetzen, mittelfristig auf eigenen Füßen zu stehen. Das heißt, Institutionen zu haben, wirtschaftliche, politische Institutionen haben, die dieses managen können, wettbewerbsfähige Strukturen, solide Haushalte und ein gesundes Bankensystem. Und nur dann gibt es auch wirklich eine Möglichkeit, dass diese Kredite auch zurückgezahlt werden. Denn wie gesagt, Wolfgang Schäuble hat kein Mandat, diese Kredite abzuschreiben, sondern er hat von dem deutschen Wähler, gerade so, wenn man sagen, vom deutschen Bundestag das Mandat, ja, diese Hilfe können wir gewähren, aber nur unter diesen Auflagen. Es steht außer Zweifel, dass das, was an Auflagen dort niedergeschrieben wurde, sicherlich schwierig ist und hart ist. Aber, und ich glaube, da würde Frau Mittendrein mal drauf eingehen, nehme ich mal an, das sind schwierige Jahre, schwierige Anpassungsprozesse, wie der Ökonom sagt. Aber was ich möchte, ist vielleicht ein bisschen den Blick zu erweitern, nicht nur auf die Krisenjahre, sondern auch auf die Zeit vorher, um festzustellen, sagen, was an Übertreibungen vorher stattgefunden hat, und auch im Blick darüber hinaus, was ist nötig, um nachhaltig die Länder wieder auf eigene Füße kommen zu lassen. Und das, da kommen wir hier zum Inhalt des Programms. Das sehen wir hier, genau. Dass sozusagen man sich vor Augen halten muss, dass sicherlich da, wo es abwärts geht, das ist eine schlimme Zeit, aber wir müssen halt im Verhältnis auch sehen, was pro Kopf, pro Warenverbrauch, auch hier reales Wachstum, was vorher stattgefunden hat und dass es dort möglicherweise zu Übertreibungen gekommen ist. Das heißt, dass fiskalische Verantwortung heißt, dass eben Ausgaben und Einnahmen ins Lot zu bringen sind. Das kann man machen, indem man die Steuern erhöht, wie das oft passiert ist, oder indem man Ausgaben kürzt. Ökonomen würden grosso modo wahrscheinlich zustimmen und sagen, eine wachstumsfreundliche Konsolidierung wäre die Ausgabenkürzung und nicht eine massive Steuererhöhung. Leider haben wir in vielen der Programmländer genau das gesehen, was dann wiederum die Rezession vertieft hat. Das sind Themen, über die können wir gerne auch im Detail diskutieren. Aber nur sozusagen ein solider Haushalt ist auch nachhaltig, damit in Zukunft wir sozusagen fiskalisch Raum haben für Investitionen in Ausbildung, in Forschung und so weiter, dass die Länder wieder wettbewerbsfähig werden. Soll ich zum nächsten? Dann die Staatsschuld, ich nehme das nächste noch. Danke. Genau, hier haben wir ein bisschen was zu den, wofür denn die Staatsausgaben ausgegeben wurden. Da sehen wir, dass sozusagen im Falle Griechenland sehr hohe Staatsausgaben waren, aber auch, dass insbesondere für das Pensions- und Rentensystem sehr, sehr hohe Ausgaben permanent zu tätigen sind. Ist das nachhaltig? Ist das nachhaltig oder braucht es dafür eine Rentenreform? Genau eine Rentenreform braucht es dafür und genau deswegen steht sie auch mit im Programm. Nächstes. Dann haben wir die Frage der Beschäftigung im öffentlichen Sektor. Da sehen wir, dass auch hier wieder Griechenland sehr weit über dem ist, was in anderen Programmen waren, und auch was die Gehälter angeht im öffentlichen Sektor. Da kann man sagen, es ist furchtbar, dass die Gehälter gesenkt werden, aber das müssen wir mal im Verhältnis sehen. Und das soll ich sagen, wir müssen den Blick etwas erweitern. Ich gebe Ihnen eine Zahl, und zwar im Jahre 1999 bis 2008 sind die Gehälter im öffentlichen Dienst in Deutschland um kumulativ 18% gestiegen. Im selben Zeitraum sind sie in Irland und Griechenland um über 110% gestiegen, kumulativ. Da waren es Jahre dabei, wo man sich einen mächtigen Schluck aus der Pulle gegönnt hat, mit 10% Lohnzuwachs. Das muss natürlich bezahlt werden. Aber das sind so Themen, wo man sagt, hier haben sozusagen Übertreibungen stattgefunden, die man sozusagen mit ins Gesichtsfeld bringen muss, wenn man erläutern kann und muss, warum diese schmerzhafte Anpassung jetzt stattfinden muss.
Ein Thema, das ganz besonders auch sagen, kontrovers diskutiert wird, ist das nächste, ist die Frage des Mindestlohns. Man sagt, wie könnt ihr während dieser Krise auch noch von denen, die den Mindestlohn haben, auch noch nehmen? Und hier ist einfach nur mal ein Vergleich des Mindestlohns in verschiedenen Ländern. Und da sehen wir, dass der insbesondere in Griechenland sehr hoch war und selbst nach der Kürzung bei Weitem nicht der geringste ist. Und es ist das Problem ist halt, dass der griechische Mindestlohnbezieher nicht im Wettbewerb steht mit dem deutschen Mindestlohnbezieher, sondern eher mit dem Mindestlohnbezieher aus Ländern in der Gegend bzw. in derselben Entwicklungsstufe. Das heißt, wenn wir dort versuchen wollen, Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen, dann muss auch dort eine Anpassung stattfinden. Und das ist nicht, weil die Troika bösartig oder sozial kalt oder irgendwas ist, einfach, dass man das mal ins Verhältnis sieht. Ich sage, ich versuche den Blick etwas zu weiten darüber hinaus. Warum nun ist das Programm so hart und so schwierig? Das hat sicherlich was damit zu tun, dass wir in dieser Wirtschafts- und Währungsunion die alten Rezepte nicht mehr benutzen können. Nämlich, was über Jahre funktioniert hat, durch mehr Staatsausgaben, neue Schulden, durch eine schleichende Abwertung oder durch höhere Inflation, die zu vertuschen und abzuwälzen. Denn Inflation trifft uns alle, Abwertung trifft uns auch alle, zukünftige Steuern bezahlen die Schulden von heute. Das alles ist sozusagen, war irgendwie unter dem Teppich, war übertüncht, aber jetzt in dieser Wirtschafts- und Währungsunion geht das nicht mehr. Und genau deswegen haben wir jetzt die Konflikte, deswegen sind wir jetzt hier auch im Gespräch, weil jetzt müssen diese Konflikte ausgetragen werden, weil jetzt muss klargestellt werden, wie sollen die Lasten verteilt werden, wenn es um diese Anpassung geht. Und da komme ich zum Punkt zur Fairness. Und da ist einfach nur ganz klar darzustellen, ein Memorandum of Understanding ist ein, wie soll ich sagen, ist eine Übereinkunft zwischen der nationalen Regierung und im europäischen Falle zwischen dem EWF und der Europäischen Union. Das heißt, was dort niedergeschrieben wird, ist mitnichten ein Diktat oder dergleichen, sondern es ist auf Antrag eines Landes, das sich in der Situation befunden hat, die ich eben beschrieben habe, bitte helft mir, ist es ein Teil dessen, ja, hier sind x Milliarden über den folgenden Zeitraum, um diesen Anpassungen stattfinden zu lassen, und hier sind dazu die Bedingungen. Man kann auch Nein sagen dazu. Man kann Nein sagen dazu. Die Alternativen habe ich aufgezeigt. Man kann durchaus Nein sagen dazu. Jeder muss für sich selbst entscheiden, und die politischen Entscheidungsträger müssen für sich selbst entscheiden, gefallen mir diese Alternativen und was ist das Preisschild dieser Alternativen? Und da haben wir gesehen, im Zuge dieser Krise, dass politisch Verantwortliche gesagt haben, das ist für den Wohlstand und den mittelfristigen Ausblick meines Landes die Hilfe, finanziell, aber auch sozusagen logistisch und organisatorisch etc., über das Programm, um mein Land zu voranzubringen. Und jetzt kommen wir zu den Lastenverteilungen. Vieles von dem, was wie diese Anpassung verteilt ist, obliegt den nationalen Regierungen. Ich habe hier ein Zeichen, das nächste Mal. Ne? Schauen Sie das, das ist in Spanien die Anpassung. Als im Zuge der Krise sozusagen die Wirtschaft in die Rezession ging, gab es natürlich einen Abbau an Beschäftigung. Aber wo hat denn der stattgefunden? Der hat nicht einfach gleichmäßig stattgefunden, dass die Lasten gleichmäßig verteilt werden, sondern hat stattgefunden bei den in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Nicht bei den Privilegierten, schon lange Angestellten und so weiter und so fort, sondern bei den jungen Leuten und bei denen mit Zeitarbeit. Und das sieht man sehr schön auf dem Bild. Das heißt, das ist eine Struktur des spanischen Arbeitsmarktes, diese Zweiteilung, die hat mit der Troika überhaupt nichts zu tun. Sondern da ist sozusagen hat eine Anpassung stattgefunden, wer trägt die Lasten, die Jungen, die prekären Arbeitsverhältnissen, und nicht die, die in privilegierten Langzeitverträgen sitzen. Das
ist eine Frage, die muss im politischen System eines jeden Landes diskutiert werden. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Im Zuge der Diskussion in Griechenland gab es die Frage, soll die Mehrwertsteuer auf den Inseln niedrig bleiben oder können wir vielmehr eine Arbeitslosenhilfe etablieren? Das eine ist eine Gießkannensubvention für alle, die auf der Insel sind, inklusive die Millionäre mit ihren Villen in Santorini. Das andere ist eine ganz klar auf die Bedürftigen fokussierte Hilfe. Was hat die griechische Regierung entschieden? Die niedrige Mehrwertsteuer für die Inseln. Das ist eine Frage, die hat nichts mit der Troika zu tun. Das ist eine Frage, die ist national entschieden. Die Größe des Anpassungsprozesses, das ist niedergelegt im Programm. Aber wie die Verteilung stattfindet, das ist in den nationalen Entscheidungen. Und da fragen sich Leute, ist es normal, dass manche Gruppen abgeschirmt sind vom Wettbewerb und alle höhere Preise bezahlen, weil wir dort diese Closed Professions haben? Ist es richtig, dass manche sich entziehen von der Finanzierung des Staatshaushalts, indem wir Steuern hinterziehen und ihr Geld ins Ausland bringen? Ist es richtig und fair, dass der öffentliche Dienst vor allen Dingen sich selbst bedient, anstatt der Öffentlichkeit zu dienen? Und das sind Themen, die müssen national geklärt werden und die sind auch unter nationaler Kontrolle. Also der nächste Punkt ist Fairness, hat auch was mit Europa zu tun. Dann kommst du zum nächsten Bild, können Sie sehen. Ist es fair, dass sozusagen Länder, die sehr viel weniger an Verbrauch haben, Unterstützung geben für andere Länder, die im gewissen Sinne sehr reich sind? Das ist eine Frage, die ein slowakischer Finanzminister seinem eigenen Parlament dort gestellt bekommt und dort das verantworten muss. Das ist eine Frage der europäischen Fairness. Und das sind Themen, die einfach mit betrachtet werden müssen. Und da wir ja nun schnell vorwärts kommen wollen, haben Sie eine Wortmeldung von einer Dame gehabt, sehr schön, gleich zu Beginn. Kurz die letzten Slides. Ich glaube, wir sind sehr fokussiert, wir sagen, die Troika und die Anpassungsprogramme sind ganz furchtbar und haben überhaupt nichts gebracht. Es ist eine sehr starke Fokussierung auf Griechenland. Wir haben drei andere Programme gehabt, Portugal und Spanien und Irland, die bereits beendet sind, die erfolgreich beendet sind. Wir sehen das hier im Falle Portugal, so irgendwelche Finanzierungskosten, das ist real money. Ob ich mich mit 7% refinanziere oder mit unter 2%, ist ein großer Unterschied, real money. Beziehungsweise, wenn ich sehe, dass die Arbeitslosigkeit wieder fällt, im nächsten Slide im Falle Irland, wo wir sind, die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft zurzeit, die wieder Immigration, die Iren, die jetzt aus dem Land raus sind, kommen wieder zurück, weil es dort wieder Jobs gibt, weil es dort wieder brummt. All das hat nichts zu tun mit einem furchtbaren Programm, das das Land sozusagen mit den Füßen getrampelt hat, sondern in der Tat, was ich zu Beginn sagte, die eine Hilfe zur Selbsthilfe war, die dort auch funktioniert hat. Und deswegen, nächstes können Sie überspringen, deswegen bedanke ich mich hiermit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Glöckler. Und ich würde sagen, anderthalb der Zeit gehen wir gleich weiter zu Frau Müller. Ja, danke schön. Ich habe jetzt natürlich ein paar Dinge aufgeschrieben. Ich habe ein paar Smiley Faces zu meinen Notizen gemacht. Ich weiß nicht, ob es manchen auch so gegangen ist. Ich werde mich trotzdem versuchen, mich mal in die Fragen zu halten. Und wir haben dann die Möglichkeit, noch zu diskutieren. Eins sozusagen ist mir jetzt aber eingeschossen, dass ich jetzt noch loswerden muss, nämlich diese Vorstellung, dass man eine Abstimmung macht, ob jetzt die deutsche Bevölkerung 25 Milliarden nach Griechenland schicken würde und sozusagen so Krisenpolitik-Stil wäre, die Bevölkerung sagt nein und dann sagt man, ach, macht nichts, wir machen es trotzdem. Das wäre so der übliche Vorgang. Aber nochmal zurück zum Anfang. Es wurde vorher schon angekündigt, ich komme aus Wien. Ich weiß, für viele rede ich wahrscheinlich lustig, man kann auch ein bisschen drüber lachen, aber wenn es ein Verständnisproblem gibt, dann bitte einfach deuten. Gehen wir nochmal ganz zurück sozusagen zum Beginn des Krisenregimes, zum Beginn der Troika.
Ja, wir haben jetzt eh schon viel gehört, man könnte natürlich noch weitergehen zum Euro, dann vom Herrn Flassbeck schon viel gehört oder nochmal zur europäischen Integration. Aber beginnen wir nochmal mit der Troika. Die gibt es ja in der Form seit dem Jahr 2010. Beginn der Finanzkrise 2008, Kollaps von Lehman, Übergriff auf den globalen Finanz- und Bankensektor, Entstehung einer globalen Weltwirtschaftskrise, die gerade Europa auch stark getroffen hat, über seinen Bankensektor vor allem, und in allen Ländern sozusagen große Bankenrettungsprogramme, oder fast allen Ländern große Bankenrettungsprogramme, Zunahme der Staatsschulden, und in der Situation kommt heraus, Griechenland wird eine neue Regierung, Sozialdemokratie, es kommt heraus, was de facto in den Institutionen eh schon die meisten gewusst haben, nämlich man hat, was die Schulden angeht, immer ein bisschen geschummelt. Griechenland war noch nicht die Einzige, es hat auch Italien gemacht, auch Österreich war da immer ganz gut dabei. Und aufgrund der großen Volatilität der Finanzmärkte in dieser Situation nach der Krise reicht das sozusagen als Anlass, um dafür Panik auf den Märkten zu sorgen. Griechenland kann sich nicht mehr refinanzieren und braucht sehr schnell im Frühling 2010 finanzielle Unterstützung. Und in dieser Situation sind die europäischen Regierenden quasi auch sozusagen in einer gewissen Ratlosigkeit und müssen einen Notfalls-Krisenmechanismus entwerfen. Man hatte dafür keine Pläne. Und dann entsteht sowas wie die Strukturanpassungsprogramme des IWF, von denen wir schon gehört haben, und um das alles zu überwachen und durchzusetzen, dieses Gremium, das wir Troika nennen, in dem Vertreter und Vertreterinnen der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank und des IWF sitzen. Zur EZB kommen wir danach, denke ich, noch im Detail. Und das ist, wie gesagt, ein spontanes Konstrukt. Und ganz viel von der Funktionsweise der Troika zeigt sich erst über die Jahre. Ganz spannend. Das Ding hatte lange Zeit keine rechtliche Grundlage. Man hat erst 2013 im Nachhinein mit dem TUPEC, das ist eines der Elemente der Economic Governance, der neuen Wirtschaftsregierungsregelungen, die die EU sich im Zuge der Krise gegeben hat, die Eurozone speziell, entstanden ist. Erst da hat man diese Praxis der Troika auch rechtlich festgeschrieben. Das ist was, was im Zuge der Krisenpolitik recht viel passiert ist. Ja? Das ist sozusagen die politische Praxis, das dann vorweggenommen hat, was man später dann fixiert hat. Und das Erstaunliche an diesem Konstrukt der Troika ist, dass es vor allem der Institution der Europäischen Kommission ganz, ganz viele Rechte gibt, direkt in die Politik der Mitgliedstaaten einzugreifen. Und auch sozusagen gewisse Rechte wegnimmt von anderen europäischen Gremien, wie zum Beispiel dem Europäischen Rat und so. Vielleicht noch ganz kurz zur Rechtfertigung. Also akut war das natürlich eine politische Rechtfertigung. Ja? Da war die Krise, man musste dieses Geld bereitstellen und da braucht man sozusagen eine Struktur, um das zu überwachen. Da gab es ganz viele schöne Legitimationsmuster, die wir immer noch haben. Das ist ein Ausnahmezustand, da braucht es dann auch sozusagen so Ausnahmestrukturen. Alternativlosigkeit hatten wir schon und so weiter. Aber rechtlich, wie gesagt, kam das erst im Nachhinein. Noch vielleicht zwei, drei Anmerkungen zum Recht, weil das auch immer recht viel diskutiert wird. Vieles von dem, was da im Zuge der Troika passiert, ist rechtlich extrem fragwürdig. Da wird ganz viel bestehendes europäisches Recht auch gebrochen, wie auch in anderen Bereichen der Krisenpolitik. Und es ist immer ein recht schönes, also man kann immer ganz schön sehen, wer es sich leisten kann, Recht zu brechen und wer nicht. Und in dieser Situation ist sozusagen ganz klar, dass bestimmte Teile der europäischen Institutionen und der europäischen Regierungen das sehr wohl in einem sehr hohen Ausmaß können. Beispiele dafür: die Beamten und Beamtinnen beispielsweise der Europäischen Kommission sind im Zuge ihrer Tätigkeit natürlich den EU-Verträgen verpflichtet. Im Rahmen der Troika setzen sie aber sozusagen Eingriffe in die Tarifautonomie durch, stellen sie grundsätzliche soziale Rechte in Frage und das widerspricht eigentlich der EU-Grundrechtecharta. Und da sind sozusagen ganz klare rechtliche Widersprüche. Eine ganz spannende Sache ist auch die Eurogruppe, die sicher alle inzwischen kennen. Da kommen die Finanzminister, Finanzministerinnen der Eurozone zusammen. Das war das Gremium, in dem immer mit Varoufakis gestritten wurde. Und die Eurogruppe ist auch ein sehr interessantes Ding, weil die hat eigentlich kaum formelle Strukturen und hat keine formelle Macht. Das heißt, auf dem Papier dürfen die gar nichts. Sie ist auch keine EU-Institution. Und es gibt beispielsweise auch keine Protokolle von den Treffen der Eurogruppe. Aber faktisch ist die Macht enorm groß, weil da natürlich die ganzen Finanzminister und Finanzministerinnen sitzen, weil es üblich ist, dass es dort Einstimmigkeit gibt und im Zuge der Krisenpolitik besonders relevant, weil diese Finanzminister und Finanzministerinnen auch gleichzeitig den Gouverneursrat des ESM, des sogenannten Rettungsschirms, stellen und dort die Entscheidungen über die Auszahlung von Geldern treffen. Das heißt, es ist eigentlich ein informelles Gremium mit wahnsinnig viel Macht.
Und weil wir vorher schon von Yanislav Frakis gesprochen haben, von dem kennen wir eine Geschichte, die sehr viel aussagt. Es gab dieses eine Treffen der Eurogruppe, wo der Konflikt dann wirklich ausgebrochen ist, akut geworden ist und wo er gesagt hat, er geht nicht mit sozusagen diesem, also mit dem, was da verabschiedet werden soll. Und dann hat Dijsselbloem und die Eurogruppe beschlossen, man berät jetzt weiter ohne den griechischen Minister, man wirft ihn jetzt quasi raus. Und dann musste pausiert werden, das Treffen, weil Varoufakis hat angefragt im Sekretariat, wie das denn rechtlich ist, ob man das überhaupt darf, weil eigentlich ist eben alles einstimmig. Und dann kam die Rückmeldung, naja, die Eurogruppe ist ja kein formelles Gremium, da gibt es keine Regeln, die dürfen machen, was sie wollen. Also wie gesagt, rechtlich alles sehr, sehr fragwürdig. Gehen wir ein Stückchen weiter zur EZB. Vielleicht vorab, tatsächlich finde ich den Fokus auf die EZB nicht immer sozusagen den allerwichtigsten. Es ist ein wichtiger, weil die Geldpolitik und die Art und Weise, wie der Euro konstruiert ist und welche Rolle da die Geldpolitik spielt, wichtig ist. Aber tatsächlich viele andere politische Akteure, Akteurinnen wie die Kommission, die Eurogruppe oder auch einzelne Minister sind genauso wichtig sind. Aber trotzdem noch zur EZB, vor allem weil die Rolle auch extrem umstritten ist. Formell hat die EZB ja eine beratende Rolle. Die unterschreibt ja auch nicht die Memoranden, das unterschreibt die Kommission. Real ist die EZB sozusagen in Form des Vorsitzenden, aber auch der Beamten und Beamtinnen extrem einflussreich. Einerseits natürlich über das Wissen, den Expertenstatus, sozusagen die Expertise, die da passiert. Und andererseits, weil das die sind, die an den größten Durchsetzungshebeln sitzen. Die EZB hat ganz, ganz starke Druckmittel, die sie auch mehrfach eingesetzt hat im Zuge dieser Krise. Und das ist vor allem zuerst eher so Soft Power, würde ich sagen, die Macht des Wortes. Wir wissen wahrscheinlich alle, wenn etwas gesagt wird über die Bonität von Ländern, so über die Stabilität von Ländern, dann hat das einen unmittelbaren Effekt auf die Finanzmärkte und zu welchen Konditionen sich Länder finanzieren können. Und dann sozusagen Hard Power über die Staatsanleihenkaufprogramme der EZB, von denen es ja mehrere gab, es gibt jetzt wieder ein neues, und über die Finanzierung der jeweiligen Bankensektoren in den Ländern. Und um da ein paar Beispiele zu bringen, wie zum Beispiel die Staatsanleihenkäufe auch genutzt wurden, ganz explizit das Druckmittel, Italien und Spanien zum Beispiel, die Regierungen von Italien und Spanien, Berlusconi und Zapatero waren das damals, haben im Jahr 2011 sehr nette Briefe bekommen von der EZB, vom damaligen Vorsitzenden, noch Vorsitzenden Jean-Claude Trichet, ich glaube bei Italien war Draghi auch schon dabei, wo drin stand, so, ich habe mir das heute nochmal angesehen, ja, es geht ja jetzt auch um die sozusagen Märkte für Staatsanleihen und es gibt sozusagen einige Bedenken bei den jeweiligen Volkswirtschaften und es wird empfohlen, noch folgende Maßnahmen umzusetzen. Da stehen dann recht konkrete Auflistungen für das Pensionssystem, für den Arbeitsmarkt, für die Staatsausgaben. Und die EZB hat zwar sozusagen die Möglichkeit oder soll laut dem Statut die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten unterstützen, aber sie darf natürlich nicht eingreifen und die vorgeben. Na, was ist denn so ein Brief anderes als das Eingreifen und das Vorgeben? Und wenig überraschend, was ist passiert? Italien hat erste kleine Schritte gesetzt, später ist Berlusconi dann zurückgetreten. Spanien hat auch Schritte gesetzt und wenige Tage danach hat die EZB im Rahmen des Anleihenkaufsprogramms, das S&P war das damals noch, in einem großen Volumen italienische und spanische Staatsanleihen aufgekauft und damit die Refinanzierungskosten der Staaten massiv gesenkt. Und das stand jetzt so in diesem Brief nicht drinnen, aber es war vollkommen klar, was hier die Kausalität war. Das Beispiel der Bankenfinanzierungen. Banken finanzieren sich ja über die EZB tagtäglich, das ist ganz normal, dass sie da zu sehr im Moment sehr günstigen Konditionen Kredite aufnehmen. Und dann gibt es noch diese Notfallliquidität, die wir jetzt auch im Fall Griechenland besser können, sogenannte ELA. Und auch das ist ein wahnsinnig starker Hebel. Viele kennen wahrscheinlich sozusagen die Geschichten, was da im Frühling jetzt mit der ELA passiert ist in Griechenland. Und Griechenland ist immer sozusagen ein Sonderfall, aber das war auch, also da hat die EZB zum Teil von Woche zu Woche die Daumenschrauben quasi enger gedreht und den Banksektor sozusagen immer ein bisschen weniger und ein bisschen weniger Geld zur Verfügung gestellt, bis dann Kapitalverkehrskontrollen eingeführt werden mussten. Und da gibt es natürlich Richtlinien, nach denen sich die Leute in der EZB da richten und da gibt es natürlich eine Grundlage für diese Entscheidungen, aber das ist ja hochpolitisch, wie solche Situationen eingeschätzt werden. Kann mir niemand erzählen, dass es sozusagen das reine Wissenschaft ist. Aber damit wir nicht immer bei Griechenland sind, auch nochmal ein Beispiel von Irland und da kommen wir zu, das ist ja die Entscheidung der Regierungen, ob sie so ein Programm machen wollen.
Irland hat 2010 ja so eine enorme, also hatte eine riesige Bankenkrise, völlig verrückt, dass da der Bankensektor passiert ist. Und die irische Regierung wollte überhaupt gar kein Rettungspaket. Die haben schon gesehen, was da passiert. Da ging es ganz viel um Souveränität, aber auch sozusagen um die Sorge, dass es in Richtung Griechenland geht. Und auch wenn das keine progressive Regierung war, hatten die da schon richtige Bedenken. Und inzwischen kennt man einen Briefwechsel, den es damals gab, zwischen dem damaligen Premierminister Irlands und ebenfalls Jean-Claude Trichet, wo Trichet Irland immer wieder darauf hinweist, dass es absolut notwendig ist, dass so ein Antrag gestellt wird auf ein Rettungsprogramm. Und der irische Premier ist dann immer wieder, der Finanzminister, ich weiß nicht mehr, was war, sagen, sie wollen das nicht. Und dann gibt es die explizite Drohung, dass wenn kein Antrag gestellt wird und wenn es sozusagen keine Strukturreformen gibt, dann kann vielleicht die Finanzierung des irischen Bankensektors in der jetzigen Form nicht aufrechterhalten werden. Und das ist sozusagen keine freie Wahl. Und das ist dann später auch nochmal passiert, nochmal Irland. Irland hat in einem verrückten Ausmaß Schulden seines Bankensektors verstaatlicht und übernommen. Da gab es eine sehr hohe Staatsgarantie und die EZB hat dann über diese Staatsgarantie hinaus noch einmal das Finanzministerium und die Regierung genötigt, noch weitere Schulden an die Gläubiger der Banken zurückzuzahlen, von privaten Banken, Pleitebanken, vor allem Anglo-Irish war das damals. Da gab es auch einen Konflikt innerhalb der Troika, der IWF wollte das damals nicht, die EZB schon, aber die EZB hatte sozusagen immer die Waffe der Finanzierungsmechanismen. Und das ist einer der Gründe, warum die Staatsschulden sozusagen Irland dann nochmal in die Höhe gegangen sind. Und derer Geschichten gibt es viele. Also die Wahlfreiheit und sozusagen die immer die Demokratie in den Krisenländern und dass das ja alles ganz in Ordnung ist, das sehe ich einfach ganz anders. Vielleicht zum Abschluss ist die Frage, die mir am besten gefallen hat, weil sie die politisch spannendste ist, war die Troika-Politik in den Ländern ein Erfolg? Und ich würde sagen, sie war ein großer Erfolg. Weil natürlich die Frage ist, worum es geht. Und im Hinblick auf diese soziale Lage, auch auf die ökonomische Lage, die in allen Ländern sozusagen noch immer total problematisch ist, wo die Arbeitslosigkeit noch immer hoch ist, wo die Auswanderung, also wir sind noch lange nicht wieder auf Null, auch in Irland oder sozusagen in Portugal, weil alle Menschen das Land verlassen haben, die Armut sozusagen ist nicht in der Form zurückgegangen, selbst bei den Ländern, denen es jetzt eine Weile schon wieder besser geht. Denen geht es übrigens meistens dann wieder besser, wenn sie aufhören, noch neue Kürzungsmaßnahmen durchzuführen. Im Hinblick auf all diese Dinge ist das natürlich kein Erfolg. Aber ich finde ja auch, die Dinge bis zum Ende durchzudenken, gut. Und mir kann niemand erzählen, dass diejenigen, die diese Programme entworfen haben, nicht bis zum Ende durchgedacht haben, was die sozialen Folgen sein werden. Ich bin mir ganz sicher, es gibt genug Beispiele aus der Geschichte von Strukturanpassungsprogrammen, die Folgen sind immer die gleichen. Und wenn man in Griechenland in dem Ausmaß in das Sozialsystem eingreift und die Löhne auf diese Art und Weise kürzt, dann ist völlig klar, was passiert. Und deswegen ist das natürlich sozusagen in meinen Augen, in unseren Augen ein Skandal, wie man sozusagen diese Gesellschaft und auch die Wirtschaft in diesen Ländern zugrunde gerichtet hat. Also allein in Griechenland sind hunderttausende Klein- und Mittelbetriebe eingegangen. Also da verändert sich auch an der Wirtschaftsstruktur des Landes ganz grundsätzlich was. Und ich würde sagen, die Folge ist sozusagen, Folgen sind desaströs, die Gesellschaft und die Wirtschaft sind zum Teil zum Grunde gerichtet und zum Teil neu ausgerichtet. Und das ist sozusagen das eigentliche politische Projekt. Austeritätspolitik in den Krisenländern ist das Projekt der neoliberalen Umstrukturierung der jeweiligen Wirtschafts- und Sozialsysteme. Und diese Maßnahmen, die wir gehabt haben in den Ländern, sind ja alle nicht neu. Privatisierung, Liberalisierung, Kürzungen im Gesundheits- und Bildungsbereich, Abbau von Sozialleistungen, Abbau von öffentlichen Beschäftigten, das ist ja alles nicht neu. Ja, deswegen muss ich nichts erzählen mit den Hartz-Reformen, Schaffung eines prekären Niedriglohnsektors, all diese Dinge, das kennen wir schon. Es ging so Schritt für Schritt in den meisten Ländern voran, in den 80ern, 90ern und 2000. Aber im Hinblick auf dieses politische Projekt des neoliberalen Umbaus der Länder der Europäischen Union ist nie so viel weitergegangen wie seit Beginn der Krise. Und das ist das politische Projekt hinter der Austeritätspolitik. Und da gibt es ganz handfeste Interessen dahinter. Es gibt ganz viele Dinge, die auch irrational erscheinen. Also eben, weil im Moment macht in Griechenland fast niemand Gewinne. Aber das ist sozusagen das lange Spiel. Ja? Langfristig
muss Griechenland im System des europäischen Standortwettbewerbs, und das ist das Modell der europäischen Integration und vor allem der Integration der Eurozone, das ist der harte Standortwettbewerb zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten, wie auch sozusagen im Rahmen der Globalisierung allgemein, muss Griechenland einen neuen Platz finden, weil tatsächlich sozusagen gab es eine Deindustrialisierung und so weiter, das haben Sie sicher eben von Heiner Flastig auch schon gehört. Und dieser neue Platz, der muss dann halt weiter unten in der Wertschöpfungskette sein. Da werden die Löhne niedriger sein, da werden die Sozialleistungen und die Umweltstandards niedriger sein und das ist dann halt nicht mehr der Traum von Wohlstand, den die Menschen dort mit dem Euro-Beitritt verbunden haben. Ich komme wahrscheinlich auch damit zum Ende. Die letzte Anmerkung noch, also ich würde sagen, erfolgreiches politisches Projekt und das ist sozusagen ökonomisch langfristig gedacht, aber politisch ist die Situation in der EU, in der Eurozone und in den Mitgliedstaaten heute nicht nur sozial und ökonomisch eine andere als noch vor 5 oder 10 Jahren, sondern es ist auch sozusagen im Hinblick auf die Demokratie eine andere. Nach 5 Jahren Krisenpolitik haben wir eine autoritärere EU und autoritärere Regierungssysteme und Durchsetzungsmechanismen in den meisten Mitgliedstaaten als noch davor. Und das ist etwas, das uns auch sehr zu denken geben sollte und da kann man jetzt sozusagen wahrscheinlich dann nochmal weiterdenken, was jetzt so Dinge wie Paris für das heißt, was gerade in Paris so passiert ist, mit COP21 und mit den Verboten der Demonstrationen. Aber wir haben über ganz viele Kanäle, und da ist die Austeritätspolitik ein zentraler Weg davon, eine sozusagen Hinwendung zu einem autoritären Regieren. Ganz herzlichen Dank, Frau Mittendrein. Ich würde den Ball gleich wieder zurückspielen an Herrn Glöckler. Nur ein paar Stichworte. Einmal, wer darf Recht brechen? Als Frage, wurde Recht gebrochen? Das haben Sie sicherlich eine andere Meinung dazu. Dann nochmal formales Gremium, informelles Gremium. Wie wird da agiert auch? Vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, aber diesen Fall Irland. Die wird also auf informellen Wegen Druck ausgeübt, wo dann genau nämlich die Frage, ist es möglich, Nein zu sagen? Vielleicht in Klammern dahinter, ohne aus dem Euro auszutreten. Ist es möglich, Nein zu sagen? Das wäre sicherlich nochmal interessant. Ja, und auch nochmal Erfolg der Troika-Politik. Würden Sie auch den Begriff Austeritätspolitik so akzeptieren? Haben Sie da einen anderen, oder vielleicht ein bisschen neutraler formuliert, Auswirkungen, ja, einfach nur ein paar Stichworte, aber schauen Sie selbst. Nur ganz kurz, vielleicht das Allerwichtigste, Sie haben es erwähnt, die EZB ist Teil der Troika als Berater der Regierung. Warum sind wir in der Troika drin? Zum einen, weil wir wissen, was davon verstehen, wie es im Finanzsektor abgeht, weil wir die Banken kennen, die zu uns kommen für ihre Refinanzierung, das haben Sie kurz erwähnt. Wir sind eine geldpolitische Behörde, wir müssen uns darum kümmern, ob unser geldpolitischer Impuls in den Ländern ankommt. Das hängt viel damit zusammen, wie die Krisensituation in diesen Ländern ist. Und Zentralbanken sind auch Berater von Regierungen in Wirtschaftsfragen und wir sind gebeten worden, dort mit unserer Expertise mit einzubringen, auch aus Gründen der Glaubwürdigkeit. Das heißt, die Regierung sagt, wir hätten gerne die EZB dabei, weil sie, um es ganz offen zu sagen, der Kommission nicht 100% getraut haben, dass sie das Programm so entsprechend schreiben wird bzw. überwachen wird. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, das war eine Krisenzeit, alles war irgendwie up in the air. Jetzt reden wir 5 Jahre danach. Ich glaube, es ist einfach nur intellektuell ehrlich, sich zurückzubegeben auf den Standpunkt des Wissens und der Verfahren und dessen, das wir hatten im Jahr 2009, 2010, 2011. Natürlich war das, we had to make it up as we went along. Wir mussten das kreieren, die europäischen Entscheidungsträger mussten das kreieren, weil diese Krise natürlich nicht vorgesehen war. Da kann man sagen, das war ein Maastricht-Falsch. Sehr gut, kann man sagen. Aber im Jahr 2010, wenn es darum geht, eine Krise zu bewältigen, ist es müßig zu sagen, das hätten wir uns früher überlegen sollen. Sondern es ging darum, jetzt eine Krise zu heben mit den Instrumentarien,
die wir hatten, beziehungsweise wir dann kreiert haben. Dritter Punkt, Notfallkredite. Notfallkredite, die sind regelgebundene Institutionen. Wir können Kredite vergeben an solvente Institute. Wenn deren Solvenz nicht mehr garantiert ist, dann haben wir ein Problem. Denn dann ist es nicht so, dass wir sagen, okay, wir ziehen sozusagen jetzt den Stöpsel, sondern andersrum, wenn wir Kredite weiter vergeben würden an offensichtlich insolvente Institute, dann, das ist ein Rechtsbruch. Das ist eine Übertretung der Regel. Das heißt, wir müssen sagen, okay, natürlich ist es dann, wo stehen wir, können wir an diese Institute weiter Kredite vergeben? Und was wir im Fall Irland gemacht haben, Präsident Draghi, wer als alles darüber wissen will, hat just im letzten Hearing vom Europäischen Parlament sehr ausgiebig darauf geantwortet. Haben wir bis zu 75% des irischen Bruttoinlandsprodukts über unsere Notfallkredite finanziert, das ist die irische Zentralbank. Das war ein außergewöhnliches Commitment der Zentralbank, das hat auch Jean-Paul Trichet mehrmals gesagt. Die ganze Sache ist komplex, es steht außer Frage und deswegen, wie gesagt, es machen wir nicht einfach sagen, hier ist das Messer auf die Brust gesetzt und so war's. Ich glaube, vieles von dem, was Sie auch gesagt haben, ist ein bisschen Polemik drin, das ist auch völlig okay. Aber eins vielleicht noch als allerletztes. Die Kollegen und Kolleginnen aus der EZB, die wochenlang ihre Familie nicht sehen, weil sie auf Mission sind und so weiter, ich glaube nicht, dass sie Teil einer Verschwörung sind, ein neoliberales Projekt irgendwo drauf zu drücken. Sie sind motiviert, einen Beitrag zu leisten, dass diese Länder wieder auf ihre Beine kommen. Ich glaube, das kann man ihnen als Grundmotivation durchaus zugestehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Glöckler. Ganz kurz zurück zu Ihnen, Frau Mittendrein. Nochmal, was für Möglichkeiten sehen Sie da in der Friedensfrage? Würden Sie das zu eng ist, auch dem zustimmen? Und diese Situation, Finanzkrise, alles war sehr durcheinander. Ja, das ist Ihre Meinung dazu. Vielleicht zu den anderen Punkten. Danke. Dann stimmt wahrscheinlich, Polemik ist nicht immer der beste Zugang. Aber tatsächlich ist natürlich, also ich würde es auch nicht so sehr Polemik nennen, sondern einfach Wut und unfassbare Empörung über die Zustände. Aber tatsächlich ist einfach vieles von dem, was passiert und was gesagt wird, einfach nur zynisch. Und wenn sozusagen Draghi dann eben gefragt wird nach Irland und ob das damals für Irland eine freie Entscheidung war, und er sagt ja, und man kennt diese Briefe, dann ist das halt nur zynisch. Ja? Und genau, das ist halt auch sozusagen die politische Bewertung, nicht? Und die ist halt auch mal emotional und auch mal wütend. Vielleicht ganz kurz zu Irland, das habe ich vorher nicht dazu gesagt, aber das ist sehr spannend. Irland hatte wirklich ein sehr spezielles und sehr... Haben wir gerade eine Rückkopplung? Ja, alles gut. Okay. Würde ich sagen, auch unnachhaltiges Wirtschaftsmodell vor der Krise. Irland hat sehr stark auf der einen Seite in landwirtschaftlichen Grundprodukten und andererseits dann Immobiliensektor, Bauwirtschaft, Finanzsektor. Und zum Teil basiert das irische Wirtschaftsmodell auf dem extrem niedrigen Körperschaftsteuersatz für sozusagen multinationale Konzerne. Apple, Facebook, alle haben ihren Sitz da, ihr kennt das sicher. Und das gehört zu den Dingen, die zwar die Europäische Kommission immer schon stören, und da wird Irland zwar tatsächlich auch immer zurechtgewiesen, dass das sozusagen eigentlich nicht geht in der Europäischen Union, aber gezwungen im Rahmen des Programms hat man Irland dann nicht damit aufzuhören, sozusagen mit diesem Steuerdumping. Im Gegensatz dazu hat man Griechenland schon dazu gezwungen, jetzt Zwangsräumungen auch bei Menschen mit niedrigeren Einkommen durchzusetzen. Und man hat Griechenland 2013 sozusagen, oder 2012 sozusagen schon gezwungen, den Mindestlohn zu senken und in anderen Bereichen Ähnliches. Also das sind einfach, also da ist einfach eine Selektivität drin. Und genau, so viel mal so zu Irland. Und dabei wäre ja tatsächlich spannend gewesen zu schauen, was man in Irland und in Griechenland machen kann, um dort die Produktionsstruktur und die ökonomische Struktur auf einen langfristig sinnvolleren Weg zu bringen. Ja? Also gerade in Griechenland ist überhaupt nicht einzusehen, warum das Land so viel Lebensmittel importieren muss und eigentlich die eigene Bevölkerung nicht versorgen kann, wenn es doch so unglaublich fruchtbar ist und so viele Möglichkeiten gibt. Da ist auch einfach eine grobe Fehlsteuerung der Industriepolitik, der Agrarpolitik, der Subventionspolitik und so drinnen.
Und da ist halt wirklich wenig passiert. Ich weiß nur sozusagen von Leuten, die auch dann in Verhandlungen involviert waren oder so, dass man dann lange Monate diskutiert über irgendwelche Richtwerte für irgendwelche Bestandteile von Wein oder Lagerungsmöglichkeiten oder Fässer oder so. Da gibt es dann sehr detailliert, aber was oft große ökonomische und gesellschaftliche Probleme angeht, da passiert dann nichts. Also in manchen Bereichen haben wir sehr klare Vorgaben, die immer sozusagen neoliberal sind, und manchen gibt es halt keine oder nur sehr wenige Vorgaben. Und deswegen auch, was wir vorher nochmal hatten zur Lastenverteilung, die Lastenverteilung wird natürlich zum Teil national entschieden und keine der Regierungen in Irland, Portugal, Spanien, Zypern oder Griechenland darf da aus der Verantwortung genommen werden. Die sind alle politisch für das verantwortlich, was da passiert, aber man darf eben nicht so tun, als würde es diese Vorschrift nicht geben. Und da haben wir gerade im Frühling auch gut gesehen mit Griechenland, gibt es ja dieses eine schöne geleakte Dokument des IWF, wo sozusagen die griechische Regierung den Vorschlag macht, sozusagen für das Budget des nächsten Jahres, und der IWF streicht die Solidaritätssteuer, also gibt es so ein Dokument, wo man sieht, im Bearbeitungsmodus, wie jemand daran gearbeitet hat, streicht den Solidaritätsausschlag sozusagen auf Unternehmensgewinne und hohe Einkommen raus und schreibt stattdessen weitere Kürzungen im Pensionssystem hinein. Ja, und das ist sozusagen einfach nicht dann die nationale Entscheidung. Und dann hatten wir jetzt gerade noch, erinnerst du mich nochmal, Sie haben gerade noch einen Punkt gesagt? Ich glaube, wir könnten es auch ja, hier erstmal stehen lassen. Sonst fällt es mir nachher nochmal ein und ich freue mich auf die Kommentare. Dankeschön. Ja, ich würde jetzt öffnen die Diskussion für den gesamten Saal und hoffe auf rege Beiträge. Was mir nochmal ganz wichtig ist, wir haben ja gemerkt, man geht ja zu den Vorträgen vorher, gehen die Emotionen jetzt stärker mit. Bitte sachlich bleiben. Das ist mir ganz wichtig hier für die Diskussion. Das heißt, wir können durchaus sehr starke Argumente vorbringen, das ist nicht der Punkt, aber sachlich bleiben, das ist mir sehr wichtig. Und wenn möglichst nicht zu lange Beiträge. Die Frage mit der Vision, also tatsächlich ist natürlich in so einer Krisensituation die große Frage, wie man das macht. Und ganz unterschiedliche Seiten, unterschiedliche Experten, Expertinnen, politische Akteure haben unterschiedliche Vorschläge. Und es hat sich eine bestimmte Seite durchgesetzt. Es gab immer Gegenvorschläge und ich würde nicht sagen, dass sie sozusagen alle immer ganz brillant sind, aber die Frage ist, wie weit man zurückgeht. Und tatsächlich sehe ich, ist einer der zentralen Ursachen, warum wir heute in der Eurozone noch immer diese Krise haben und warum es diese Länder auch so stark getroffen hat, die Art und Weise, wie der Euro konstruiert ist. Und dass die Art und Weise, wie der Euro funktioniert, wie er ganz direkt die verschiedenen Länder miteinander in Konkurrenz gesetzt hat, ohne die Möglichkeit, ihre Währungen noch abzuwerten oder sonstige Maßnahmen zu setzen, dazu geführt hat, dass die einen zum Exportweltmeister geworden sind und die anderen immer und immer mehr importiert haben, während ihre eigenen Industrien unter dem Druck des Wettbewerbs kollabiert sind. Und das ist passiert in einer Situation, wo es aber keine Koordinierung gab, sozusagen der Lohnpolitik oder der Sozialpolitik, und wo Länder wie allen voran Deutschland, aber auch Österreich, die Niederlande, andere haben das genauso gemacht, einfach runtergedumpt haben. Ja, da haben einfach Lohn- und Sozialdumping gemacht und damit sich eine enorm starke Situation im Export gesichert. Da kommen noch andere Aspekte dazu, wie einfach in anderen Bereichen höhere Wettbewerbsfähigkeit, hohes technologisches Niveau und so weiter. Aber so die deutschen Milchprodukte und Schweinefleisch und so im französischen Supermarkt, da geht es schon auch ganz klein um Preisvorteile. So. Und das heißt, das Grundmodell der Konstruktion der Eurozone und schon davor eigentlich des Binnenmarkts ist das des Standortwettbewerbs. Und wenn ich Standortwettbewerb habe in einer Union der unterschiedlichen, historisch ganz unterschiedlich gewachsenen und unterschiedlich wettbewerbsfähigen Volkswirtschaften, dann wird das dazu führen, dass die Stärkeren sich durchsetzen und die Schwächeren auf der Strecke bleiben. Wenn ich nicht massive Transfers habe. Und ich würde das ebenso sehen wie der Herr Görkel, dass das eigentlich politisch nicht sehr wahrscheinlich ist, dass es jemals kommen wird. Also ich würde sagen, solange man das Modell des Standortwettbewerbs nicht in Frage stellt, sind solche Krisen wie diese unabdingbar. Und das hätte die progressive Antwort sein müssen. Schritte zur Abmilderung und dann Abschaffung des Standortwettbewerbs. Das heißt, wie sozusagen der Herr Flassbeck sagt, das eh ganz schön, sozusagen, Deutschland muss einfach massiv
höhere Löhne zahlen und damit nicht unbedingt allen, sondern vor allem denen, die in den letzten 10 Jahren liegen gelassen haben. In Österreich ist das Gleiche, die unteren 10% der Beschäftigten haben seit den 90ern einen hohen Verlust an den Reallöhnen. Also das sind so die Sektoren der Beschäftigten, das sind die Menschen, die gelitten haben. Das heißt, sie dann Grundmodell Standortwettbewerb hinterfragen und ganz akut in dieser Situation hätte es natürlich andere Möglichkeiten gegeben. Zum Beispiel hätte man ja auch sofort das Dogma, dass die EZB die Staaten nicht direkt finanzieren können, hinterfragen können. Das ist natürlich nicht möglich, weil das Statut der EZB nicht zulässt. Bestimmte Formen des Quantitative Easing und des Ankaufs der Staatsanleihen haben wir ja jetzt, aber das kam erst viel später. Hätte man das sofort gemacht, 2010, wäre es niemals so weit gekommen. Ich bin ja überhaupt so, dass ich nicht sehe, warum Staaten sich eigentlich mit ihren öffentlichen Leistungen über Finanzmärkte finanzieren sollen, warum Private davon überhaupt sozusagen Gewinne machen sollen. Das sehe ich politisch eigentlich nicht als notwendig. So könnte man sozusagen noch weitergehen und sagen, dass es da grundsätzlich eine andere Form der Staatsfinanzierung möglich wäre. Aber tatsächlich einfach akut mit einer stärkeren Zentralbankintervention wäre viel möglich gewesen. Das wäre ein Rechtsbruch gewesen, ganz klar. Aber wie wir vorher schon gesagt haben, manche können das Recht brechen, in manchen Interessen kann es gebrochen werden und in anderen nicht. Mittelfristig hätte man natürlich sofort auch beginnen können, anlässlich Griechenlands, über eine Staatsinsolvenzregelung zu reden. Ja? Also braucht einfach ganz dringend eine Regelung, die Staatsinsolvenz sein kann. Sag dazu vielleicht, ich habe noch eine Minute, dann sage ich noch zu einem Punkt, den ich vorher vergessen habe. Es wird noch eine Abschlussrunde geben, ich würde jetzt eher nochmal vielleicht kurz... Ich mache ganz kurz, weil ich zu dem Punkt mit der Verschwörung was sagen wollte und das finde ich eigentlich wichtig. So. Ich bin mir ganz sicher, dass der Großteil der Beamten und Beamtinnen in den europäischen Institutionen sozusagen seriöse Arbeit leistet, aber in Kombination aus verschiedenen Dingen, da ist die institutionelle Perspektive der Leute natürlich drin, die EZB hat ein bestimmtes Mandat, die Leute, die drin sitzen, haben eine bestimmte Ausbildung, die sehen bestimmte Dinge, institutionelle Perspektive, Ideologie, politische Akteure in der Europäischen Union, in europäischen Regierungen verfolgen politische Projekte, politische Ziele, hier haben sich die Neoliberalen durchgesetzt, und ganz klare materielle Interessen. Es gab ganz klar diejenigen, die jetzt profitieren vom Ausverkauf des portugiesischen und griechischen Staatseigentums. Es gab die Business-Lobbys, die schon ganz zu Beginn der Krise die Papiere hingelegt haben, was jetzt gemacht gehört, was dann ganz ähnlich in der Form oft auch kam. Und in dieser Kombination von institutionellen Perspektiven, Ideologie und materiellen Interessen ist dieses Projekt Austeritätspolitik rausgekommen. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das ist sozusagen eine Analyse von Handlungslogiken und von Kräfteverhältnissen, die einfach dann in der Form so ausgegangen sind. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man das so benennen kann. Ganz herzlichen Dank. Herr Götzler, ich versuche das zügig zu machen. Gingen die Banken unglaublich viel an den Gewinnen. Was im Zuge der Krise getan wurde, die Zinsen abzusenken und die Laufzeiten nach draußen zu schieben, immer weiter raus in das übernächste Jahrzehnt hinaus, führt zu einem Finanzierungskosten für den griechischen Staat, für die, insbesondere den griechischen Staat, wo große Summen über längere Zeit hat, die weit unter dem liegen, was irgendwo am Markt darstellbar ist. Das ist sozusagen, wir sind jetzt an einem Level angekommen, wo das, was die Kosten, die entstehen, indem man diese Kredite aufnimmt, direkt weitergegeben wird und keiner irgendwo mehr noch irgendwelche Gewinne macht. Vorher gab es, waren griechische Staatsanleihen, das kann man gerne darüber sprechen, wurden wahrgenommen am Markt als genauso sicher wie deutsche Staatsanleihen, mit selber Rendite. Das war mit ein Teil des Problems, dass man eben dort nicht differenziert hat. Das heißt, dort gab es eine Rendite, die hohen griechischen Staatsanleihen kosten, Renditen, die wir hatten, sind abgesenkt worden mit Beginn der Eurozone. Und es war wie ein Free Lunch. Hey, fantastisch, jetzt kann man von den niedrigen Zinsen profitieren. Dort wurde konsumiert. Und jetzt haben wir sozusagen die Gegenbewegung. Und die offiziellen Kredite der öffentlichen Geldgeber sind jetzt auf einem Niveau gelandet. Und sagen, das ist niedriger, geht es jetzt nicht mehr. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt zum Thema Privatisierungen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen im internationalen Zusammenhang. Ich sagte, dem Schuldenberg stehen aktiver gegenüber. Und es war, okay, der Schuldenberg, das sind Verbindlichkeiten gegenüber jemandem anders.
Das muss man erstmal kommunizieren, warum ich jetzt hier nichts verkaufen möchte, aber die Verbindlichkeiten einfach bestehen bleiben sollen und ich vielleicht gar nicht zurückzahle. Im Privatleben ist es genauso. Wenn ich sage, ich hab zu viele Schulden, raus aus den Schulden, gibt es das Programm, das kann man gut finden oder nicht gut finden, aber da sind ähnliche Mechanismen am Werk. Sagen, okay, du hast das und das und das, das und das sind deine Schulden, tu was. Du hast auf der einen Seite was und auf der anderen Seite was, da lässt sich was tun. In dem Sinne, und da kommen wir zu dem, was ich sage, Ausverkauf des Griechischen und des Portugiesischen. Wir reden hier auch über Investitionen. Wir können sagen, Investitionen sind schlecht. Das möchte ich nicht. Aber was oftmals stattfindet, ist, dass über Privatisierung frisches Geld reinkommt. Neue Investitionen schaffen, Innovation schaffen, vielleicht ein besseres Management und so weiter und so fort. Es gab mal eine Zeit, da haben wir gedacht, Telekommunikation ist eine strategische Industrie, die darf nicht privatisiert werden. Ich glaube, alle, die wir heute unsere Mobilfunknetz haben, kommen wahrscheinlich zu dem Schluss, dass es vielleicht doch nicht so ist und dass der Privatsektor einen ordentlichen Job gemacht hat in der Telekommunikation. Das sind so ein paar Themen, über die können wir gerne diskutieren, kann man unterschiedliche Meinungen sagen. Kurz zu den strukturellen Problemen. Sie haben völlig recht, Sie haben völlig recht. Aber ganzheitlich, ich muss auch sagen, zurück, was wussten wir jetzt im Tag? Heute würden wir sagen, um das mal so kurz zu sagen, wir hätten nicht reingehen sollen nach Griechenland als IWF, sondern als World Bank. Capacity Building, Institutionenaufbau und so weiter, das wissen wir heute. Das wissen wir. Wir können eine Diskussion führen, was man hätte machen können. Und wir haben natürlich, das zweite Programm war anders als das erste Programm, das dritte Programm ist nochmal anders als das zweite. Natürlich ist ein Verständnis da, dass Institutionenaufbau, damit das Land in der Lage ist, die Reform auch wirklich umzusetzen. Zweiter Punkt, natürlich haben Sie recht mit den Pensionen. Bereits im zweiten Programm hat die Troika vorgeschlagen, ein Minimum Guaranteed Income Scheme, ein Minimum Einkommensscheme. Sagt, Leute, ihr habt keinen Sozialstaat, tut was. Ist es aufgenommen worden von der Gegenseite? Nein, ist nicht aufgenommen worden. Es ist nicht so, dass wir blind waren, ist die Frage, und da kommen wir auch dazu, ist es ein Diktat? Es gibt Sachen, die werden einfach abgeblockt, sagen, nein, das machen wir nicht. Der niedrige Steuersatz in Irland ist eine Sache. Und sagt, baut euch einen Sozialstaat auf. Nein, ist nichts passiert. Ich sprach vorher von der Mehrwertsteuer für die Insel. Natürlich ist das, muss man ganzheitlich sehen, und der Versuch ist unternommen worden, aber wir sind da, wo wir sind. Wir müssen mit den Institutionen arbeiten, die wir haben. Letzter Punkt, die Geldpolitik. Wir machen europäische Geldpolitik für die Eurozone als Ganzes. Und die Geldpolitik macht nicht irgendwie Länder kaputt. Ich glaube, die müssen wir auseinanderhalten, dass die Rolle der EZB in der Troika ist, als beratende Funktion. Und unser ureigenstes Mandat, Geldpolitik, Inflation, Preisstabilität, dass wir dort Inflation so halten, dass sie nahe an der Definition von Preisstabilität ist. Das ist eine andere Sache und da können wir gerne vielleicht danach, da gibt es ein großes, weites Feld, das man diskutieren kann. Warum sind die Staatsanleihen so nach oben? Ich glaube, nachdem erstmals klar war, dass möglicherweise der Staat nicht zurückzahlt, dann sind die Preise so massiv gesunken und damit gleichzeitig die Renditen so weit angestiegen. Das haben wir vorher gedacht, irgendwie finden die Europäer dann vielleicht noch eine Lösung und irgendwo wird das Geld noch kommen. Aber dann, als die Panik erstmal einsetzte, war das wahrscheinlich nicht mehr. Darf ich eines sagen? Nur ganz kurz, die Fehlkonstruktion Euro. Wenn wir einfach nur ehrlich sein, was wussten wir im Jahre 1989, 1991, als wir den Maastrichter Vertrag aufgesetzt haben? Da gab es einen Konsensus, der sagt, ja, wir haben ein Subsidiaritätsprinzip. Soll jeder selber schauen, wie er damit klarkommt? Soll jeder selber schauen, dass er in einem Politikwettbewerb die beste Sozialpolitik entwickelt, die beste Wirtschaftspolitik entwickelt? Und dann sind wir ein Labor, wo wir voneinander lernen können. Das hieß, ja, wir haben nicht so eine Konvergenz europaweit, dass wir einen Mindestlohn machen können, eine Sozialpolitik, eine Lohnpolitik, sondern es wird als Tugend anerkannt, dass wir separat divers sind und dass wir schauen, wie wir das zusammenkriegen in dieser Erwärmung. Und deswegen auch die Sache, dürfen nicht vergessen, im Jahre 2003 hat Hans-Werner Sinn ein Buch geschrieben, ist Deutschland noch zu retten? Das ist vor 12 Jahren. War Deutschland der kranke Mann Europas? Das war damals der Konsensus. Deswegen einfach nur eine gewisse Demut sagen, was wir jetzt sagen, so war es doch sonnenklar, wie das hätte kommen müssen. Einfach ein bisschen Demut, vielleicht war es doch nicht so sonnenklar, als wir damals die Entscheidung treffen mussten. Vielen, vielen Dank. Ja, wir sind jetzt eigentlich an der Zeit anbelangt. Ich würde es mal versuchen, ob das möglich ist, dass wir eine Viertelstunde überziehen.
weil ich glaube, es ist einmalig, dass wir hier so zwei sehr interessante Positionen haben, und würde noch einmal ans Plenum übergeben, und es wäre ganz klasse, wenn Sie es schaffen würden, noch eine Viertelstunde hier zu bleiben, vielleicht die nächste Tram nehmen. Bitte einmal hier vorne. Gut, ganz herzlichen Dank für die rege Beteiligung. Und jetzt würde ich eine Schlussrunde erstmal Herrn Glöckler und anschließend Frau Mittendrein das Wort geben. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, was die Statistiken angeht, kann ich Ihnen nicht allzu viel sagen. Schicken Sie mir eine E-Mail, ich schaue, dass ich Ihnen da eine Antwort drauf gebe. Warum Fakis und nicht verhandeln wollen und so weiter? Ich glaube, es gab an Gesprächszeit. In den ersten halben Jahren hat es bei weitem nicht gemangelt. Die Frage ist, ob es zielführende Gespräche waren oder ob man sagt, man sucht eine politische Lösung. Und dann hat Frau Merkel gesagt, wir brauchen die Finanzminister, die uns erstmal einen Deal vorfabrizieren, dann können wir politisch sprechen. Oder sagen, wir wollen direkt in der Politik, wir tun das und die Details, das ist für die Bürokraten. Die Details sind leider Abermilliarden von Krediten, wo Politiker sagt, das sind jetzt genau genommen keine Details, sondern das ist Chefsache. Und deswegen gab es da sicherlich ein Problem, miteinander zu kommunizieren. Ganz wichtige Frage, vielen Dank für die geopolitische Behörde. Wir sind eine unabhängige Zentralbank. Unser Mandat ist festgeschrieben im Maastrichter Vertrag, der verabschiedet wurde von sämtlichen Parlamenten, zum Teil auch über Volksabstimmung, den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und unser Ziel ist Preisstabilität. Und wenn das möglich ist, die allgemeine Unterstützung der Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft, in der Eurozone insbesondere. Und da steht drin Wachstum, Beschäftigung, hohes Wohlstandsniveau und so weiter und so fort. Wir sind nicht in irgendeinem luftleeren Raum, sondern dieses ordnungspolitische Konstrukt wurde niedergelegt im Maastrichter Vertrag und demokratisch legitimiert. Wir sind rechenschaftlich gegenüber dem Europäischen Parlament, ich habe erwähnt, Wenn Mario Draghi vor dem Wirtschaftsausschuss in Brüssel und Straßburg spricht, dort wird sozusagen nachgefragt, macht ihr euren Job richtig? Ihr habt ein Mandat, stabiles Geld für uns alle, habt ihr das ordentlich erfüllt? Und da gibt es natürlich harte Nachfragen. Schauen Sie sich das Video von der letzten Sitzung an. Dann war die Haftung für die... die Haftung für die Gläubiger. Da ist haben Sie natürlich recht, dass wir, also auch da hat sich sozusagen der Krisenmechanismus hat sich entwickelt, dass wir sagen, ja, es kann nicht sein, dass wann immer es ein Problem gibt, sofort der Staat einspringt. Und deswegen gilt ab Januar 2016, haben wir eine völlig neue Darstellung, wie wenn eine Bank in Schieflage gerät, wer als erstes das Geld auf den Tisch legen muss. Und es ist eben nicht Vater Staat, der als erstes das Geld auf den Tisch legen muss. Und da haben wir natürlich eine völlig neue Risikowahrnehmung, und da gebe ich Ihnen völlig recht. Wir hatten es zu tun mit einem, wo die Gewinne privatisiert waren und die Verluste sozialisiert. Und genau das ist angegangen worden in dieser Krise. Teil der Bankenunion, Teil der gemeinsamen Abwicklung und so weiter und so fort, sind neue Regelungen, die dort sozusagen in diese Richtung greifen. Was die strategische Position angeht, da haben Sie sicherlich recht, und das sind Sachen, die sozusagen auf politischem Level dargestellt werden. Eine Sache, die ich zum Militärischen sagen kann, ist das sicherlich, und da kommen wir zurück, was darf das Land selber entscheiden? Ich sage, da gibt es Souveränität. Ja, ich mache das Programm oder nicht. Die 4% Militärausgaben in Griechenland vom BIP sind nie angetastet worden. Das ist auch eine Frage, warum das nationale politische System sagt, unsere Nachbarn sind NATO-Partner. Das können wir vielleicht auch ein bisschen zurückfahren. Ist eine Frage, die man sich sehr legitimerweise stellen kann. Da geht es um viele, viele Milliarden. Aber wiederum, es geht darum, um das Ausbalancieren, wer trägt die Lasten, das ist eine Sache, die ist nie angegangen worden. Kann man aufs Tablett bringen, die Entscheidung lag bei der griechischen Regierung. Und damit Ende. Herzlichen Dank. Ja, ich glaube, das wird noch ein Versuch. Ich drehe sie mal ab und an in die falsche Richtung. Einfach ein paar kurze Anmerkungen, weil es doch noch recht viel war. Nur sozusagen, weil es mir wichtig ist, die Mehrwertsteuer auf den griechischen Inseln, weil das so oft gefallen ist, die war schon tendenziell
vor allem auf den Inseln niedriger, die besonders weit weg, besonders schwer erreichbar sind und deswegen auch immer höhere Preise hatten. Das war schon noch eine sozialpolitische Maßnahme und nicht nur ein Steuergeschenk. Und Mehrwertsteuer ist immer eine Steuer, die vor allem die unteren Einkommensschichten trifft, weil die den Großteil ihres Einkommens verkonsumieren. Und da kann man über einzelne Inseln reden, aber hat das sozusagen einen sozialpolitischen Aspekt. Und das kann man, finde ich, nicht gegen andere sozialpolitische Maßnahmen ausspielen. Das zweite sind die Militärausgaben, die schon gesunken sind, relativ stark sozusagen im Zuge des Pakets, wobei da nie wirklich ein politisches Commitment dahinter war. Ganz klassischer Machtfaktor in der griechischen Innenpolitik, das Militär, gegen das lässt sich schwer was tun, würde ich auch sehr kritisieren. Aber auch da war in diesem IWF-Dokument, das geleakt wurde vom Frühling, wo man diese durchgestrichenen Dinge gesehen hat, drinnen sozusagen der Vorschlag, die Militärausgaben 2016 um 400 Millionen zu kürzen. Und in der durchgestrichenen Version waren es dann 200. Ja? Also da gibt es schon verschiedene Punkte. Es gibt auch Dokumente, die nahelegen, dass ganz zu Beginn mit dem ersten Memorandum, da gab es gleichzeitig Abschlüsse über Rüstungskäufe von dem griechischen Staat gegenüber deutschen Rüstungskonzernen, dass die auch durchgeführt werden sollten, obwohl es dieses Memorandum gibt. Ja? Also das weiß man nicht so genau, ob es gelaufen ist. Aber die wurden auch nie angegriffen und da geht es natürlich auch um ganz klare Exportindustrieinteressen. Privatisierung, weil es mir auch ein Anliegen ist, weil es eigentlich, glaube ich, ein vernachlässigtes politisches Themenfeld ist. Privatisierung und auf der anderen Seite öffentliche Leistungen. Ich habe gestern sozusagen den Kolleginnen die Geschichte erzählt und ich erzähle sie ganz kurz, weil ich finde, dass sie viel sagt. Wir haben nämlich oft einen sehr beschränkten Blick auf öffentliche Unternehmen, nämlich Preise und Leistungsumfang und so. Und dabei sollen und können öffentliche Unternehmen, müssen nicht immer Staatsunternehmen sein, hier ganz viel mehr gesellschaftlich leisten. Und wir hatten hier in Österreich seit dem Sommer hunderttausende Menschen durchgereist sind, Flüchtlinge, Schutzsuchende, so im Großteil nach Deutschland weitergereist sind. Und eine Institution, die sich da hervorgetan hat mit ausgezeichneter, solidarischer, menschlicher Arbeit, waren die österreichischen Bundesbahnen, Staatsbetrieb, ja, die sozusagen ohne Wenn und Aber mit den Menschen in Überstunden und wirklich auch auf eine solidarische Art und Weise da die Menschen versorgt und weitergebracht haben. Und der private Konkurrent, die Westbahn, die auf der profitabelsten Strecke sozusagen Konkurrenz macht, waren die dann im Zuge dessen Entschädigungen gefordert haben, weil die Bahnhöfe in einem schlechten Zustand waren. Weil da Flüchtlinge sich aufgehalten haben. Und das ist sozusagen der Unterschied zwischen einem privaten, profitorientierten Unternehmen und einem öffentlichen Unternehmen. Und klassische öffentliche Unternehmen, alte Staatsunternehmen aus den 70ern, braucht man mir nichts zählen, da gab es sicher genug Ineffizienten und Unsinn, der dort passiert ist. Aber der öffentliche Auftrag von solchen Betrieben kann einfach viel stärker sein. Und das ist was, das denke ich eigentlich sozusagen ökonomisch, politisch und wissenschaftlich nochmal viel, viel stärker in den Mittelpunkt rücken konnte. Und ich meine, die griechischen Privatisierungen, da hat ja unter anderem der letzte Premierminister Samaras, hat dann den Lotterieanbieter an einen Jugendfreund verkauft, der muss das nicht mal gleich bezahlen, sondern zahlt das aus den Gewinnen und in 10 Jahren wird sich das sozusagen ausgegangen sein. Ja? Also da ist halt nichts mit Effizienzsteigerungen oder irgendwas zu tun, das ist einfach nur Freundelwirtschaft, Klientelismus, gegen den aber dann tatsächlich in der Form nicht vorgegangen wurde. Reiche Steuern würde ich sozusagen genauso sehen für Griechenland, da fehlt es natürlich, die griechische Oligarchie ist einfach wahnsinnig einflussreich gewesen, politisch immer, die alten politischen Parteien sind verwoben sozusagen mit diesen Reichen, die besitzen Großteile der Medien und anderer Sektoren und das ist sozusagen natürlich längst überfällig, würde ich auch der jetzigen Regierung massiv anlassen, dass da noch nichts weitergegangen ist. Ich würde sagen, das war eine strategische Entscheidung, auf den Konflikt mit den europäischen Regierungen zu fokussieren und nicht auf die innenpolitischen Konflikte mit der Oligarchie, mit der Kirche, mit dem Militär. Und ich sehe, dass man nicht auf allen Fronten gleichzeitig kämpfen kann, das war vielleicht nicht unbedingt die richtige Wahl. So, ne? Aber auch da zum Beispiel, also dass die großen privaten Medienanbieter, die haben jahrelang keine Lizenzgebühren für die sozusagen Netze bezahlt, ja, und da tut sich jetzt hoffentlich schon mal was, da war sagen, auch die Troika eher tendenziell immer dagegen. Ja. Also da wird es kleine Fortschritte geben, aber ich würde sagen, das ist unentschuldbar. Und gerade jetzt, wo es viel schwieriger ist, weil natürlich ganz viel Kapital ins Ausland abgewandert ist und man wirklich die Kooperation von Liechtenstein und der Schweiz brauchen wird, um die Daten sozusagen von diesen Vermögenden wiederzukriegen. Zur Armutsgefährdung auswendig weiß ich es auch nicht, aber die Zahlen gibt es eigentlich sozusagen bei Eurostat ganz gut.
Die Armutsgefährdungsquote verschiebt sich ja mit dem mittleren Einkommen, deswegen sozusagen ist da der Wert doch immer ein bisschen ein anderer. Und wenn das sozusagen durchschnittliche oder das Medianeinkommen sinkt, dann verschiebt sich auch die Armutsgefährdungsgrenze. Ich denke, wir sind in Griechenland bei ungefähr einem Drittel der Bevölkerung, zusätzlich dazu nochmal, also wahrscheinlich überschneidet auch ungefähr ein Drittel bis zu 35%, die nicht mehr Krankenversicherung sind. Also das ist so der Anteil, von dem man davon ausgehen kann, dass ein relativ hoher materieller Entbehrung und Notleben und so, dass wenn dann was passiert, dass man das quasi nicht mehr leisten kann. Diese Frage hatte ich vergessen, zu den Bankenrefinanzierungen. Ich habe sie leider, glaube ich, mir nicht gemerkt und nicht ganz gut verstanden. Vielleicht kann man das nachher sozusagen nochmal machen. Ja, und dann zum Abschluss, ich weiß, deswegen, Sie haben mich da jetzt ein bisschen Watschen abgeholt, wenn man wie sagen, also die Ohrfeigen abgeholt, das tut mir auch ein bisschen leid. Auf der anderen Seite erlebe ich das selber oft genug in einer umgekehrten Situation. Aber ich würde mich trotzdem bedanken, weil ich finde schon sehr spannend, was so die institutionelle Perspektive auch ist und auch, dass Sie sich das antun. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank an Sie beide. Und an das Plenum, dass Sie die Viertelstunde länger hier ausgehalten haben, uns interessiert an der Diskussion teilgenommen haben. Herzlichen Dank. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Frau Professor Buckel und dem Thema Flüchtlings- und Migrationskrise. Herzlichen Dank und noch einen schönen Abend. Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesung an der Uni Kassel.